Herzlich willkommen zu einer aktuellen Ausgabe von Reklame Nonstop. Mein Name ist Harry. Heute befassen wir uns mit der Serie Die Waltons. Die Waltons sind eine kinderreiche Baptistenfamilie. Zusammen mit seiner Frau, seinen 7 Kindern und seinen Eltern lebt John Walton in einem großen Haus auf seinem Waldgrundstück in Waltons Mountain in den Blue Ridge Mountains in Virginia. Sowohl der Distrikt Jefferson County als auch Waltons Mountain sind fiktive Schauplätze. Außerdem spielen in der Serie auch viele reale Orte, vor allem in Virginia, eine Rolle. Die Waltons betreiben ein kleines Sägewerk, auf dem für eine gewisse Zeit auch eine Hypothek lastete. Familienzusammenhalt ist für sie stets wichtiger als Geld. Konflikte ergeben sich zumeist nur von außen, wenn ein Familienmitglied das Grundstück verlässt. Die Geschichten werden aus der Sicht des ältesten Sohnes der Familie John Boy Walton geschildert, der Schriftsteller werden will und sich nach dem College diesen Traum erfüllt. Waltons wird von ihm in einem Tagebuch festgehalten. Jede Episode endet damit, dass in dem Haus die Lichter ausgehen und ein kurzer Gute-Nacht-Dialog zwischen Familienmitgliedern geführt wird. Das Gute-Nacht, John Boy, Gute-Nacht, Elizabeth ist zwar berühmt, aber nicht oft zu hören. Die Idee der ansonsten fiktiven Serie basiert auf den Jugenderinnerungen des Produzenten Earl Hamner Jr., denn ich erzähle aus dem Off, der sich an die Vergangenheit erinnernde John Boy Walton, am Anfang und Ende jeder Episode sprach er in der Originalfassung selbst, in der deutschen Fassung gesprochen von Klaus Biederstedt. Vorab hatte er den Stoff schon als Buch herausgebracht und 1963 unter dem gleichen Titel Spencer's Mountain, deutsch Sommer der Erwartung, für das Kino produziert. Die Rolle der Großmutter Esther Walton wurde aus der Serie herausgeschrieben, nachdem Darstellerin Ellen Corby einen Schlaganfall erlitten hatte. Nachdem sie sich davon erholt hatte, konnte sie wieder an der Serie teilnehmen. Der Darsteller des Großvaters Samuel Walton, Will Gear, starb nach Beendigung der letzten Folge der 6. Staffel. Richard Thomas verließ die Serie nach der letzten Folge der 5. Staffel, da er sich zu sehr als John Boy festgelegt sah und erschien nur ein paar Mal als Gast in den nachfolgenden Sendungen. Er wurde später in dieser Rolle durch Robert Whiteman ersetzt. In den nachfolgenden Fernsehfilmen übernahm er ebenfalls wieder seine Rolle. So, jetzt sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!